Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung im Kabeljournal. Sie sehen es am Michael Schuster vielleicht schon neben mir. Wir sind wieder mal zu Gast im Depot Pohl Ströhr in Gehlenau. Und Michael, auch ihr habt das Thema Sommer jetzt gerade zur Sommerschau. Ja, selbstverständlich. Es ist Ferienzeit, es ist Sommerzeit und seit 3 Jahren bemühen wir uns auch, Sommerschauen auf die Beine zu stellen. Und mit dieser Sommerschau haben wir wirklich ein ganz großes neues Highlight geschaffen. Spielschiffe stehen im Vordergrund. Wir sehen es auch hinter uns schon, ein großes Spielschiff mit Segeln aus den 1930er Jahren. Und der Verein Spielschiffe e.V. hat uns mit dem Sammler Claude Bernard aus Frankreich hier eine wunderbare Sammlung beschert. Und wir zeigen über 140 solcher Spielschiffe, natürlich mit Puppen dekoriert. Wir haben auch Kinderfahrzeuge wieder im Programm. Und das ganze Motto heißt Puppenwelt mit Kinderfahrzeug, Dreirad und Spielschiff. Und von wann bis wann ist die Sommerschau geöffnet? Wir haben vom 1. Juli bis zum 31. August immer von Dienstag bis Sonntag 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ja, liebe Zuschauer, und den Sammler dieser Spielschiffe, den haben wir hier auch getroffen. Und was es dazu zu erzählen gibt, erfahren Sie im ersten Beitrag. Claude Bernard ist leidenschaftlicher Sammler. Dem in Sachsen lebenden Franzosen haben es Spielzeugschiffe angetan. Mehr als 140 Exponate aus seiner Sammlung sind nun zur aktuellen Sommerschau im Depot Pohl Ströhr in Gehlenau zu sehen. Ein Boot ist ein schönes Ausstellungsobjekt, ja. Und ich hatte 2 Boote zu Hause und dann war irgendwo mal ein bisschen Platz frei. Da habe ich gedacht, ich mache ein drittes Boot hin. Und dann ist der Verkäufer, der hat gesagt, Achtung, das ist ja mein Spielzeug, ja. Und das hat mir gut gefallen und das war der Anfang von meiner Sammlung vor 30 Jahren und heute habe ich so etwas wie 1500 Boote und das ist die größte Sammlung von Europa. Hier in Deutschland war es eigentlich die Schachtelhersteller, die Leute, die Holzschachtel gebaut haben. Die Schachtel ist nicht mehr verkauft worden und dann musste man überlegen, was man macht. Und dann ist ein Verleger gekommen zu einem Hersteller, ein Alexander Greiner, und hat 2 Boote von England mitgebracht, ja, 2 schwimmfähige Boote von England. Und hat gesagt, so, das kann man verkaufen, das kannst du bauen. Und das war der Anfang und dann hat man das nach dieser Schachteltechnik gemacht, ja. Ein massiver Holzsockel und Späne, wo man da dran genagelt hat. Nur das war der Anfang. Eigentlich war das sehr viel Arbeit, ja. Und dann hat man überlegt, ob man das nicht besser schnitzt. Und daraus sind dann die Schnitzer gekommen, was man auch hier sieht, ja, Boote, die geschnitzt sind, ja. Und was man nicht weiß in Deutschland, Deutschland ist das Land gewesen 1860, 70 bis in die 40er, 50er Jahre, wo am meisten Boote hergestellt worden sind, ja. Sehr viele Leute haben zu Hause geschnitzt, ja. Und es war sehr lokal in der Region von Sonneberg, ja. Das eine hieß Mengensgereuth-Hämmern, das Dorf, und das andere Steinach. In Mengensgereuth-Hämmern muss man sich vorstellen, fast in einem jeder Haus sind Schiffe gebaut worden. Da hat der Vater, die Mutter, die Kinder, die Eltern, alles haben da mitgemacht. Die einen haben die Segel gemacht, die anderen haben gemalert, die anderen haben geschnitzt, die anderen haben zusammengebaut. Ja. Und das hat man tagelang gemacht, einfach nur zum Überleben. Ja. Christel Roth und Renate Luthardt kommen aus Mengersgereuth-Hämmern. Auch in ihren Familien wurden Spielzeugschiffe hergestellt. Ein Film, der Anfang des 20. Jahrhunderts in dem kleinen thüringischen Ort entstanden ist, hat es den beiden Seniorinnen besonders angetan.
Das Ende der Holzschiffproduktion kam dann in den 60er Jahren. Für Claude Bernard haben die schwimmenden Spielzeuge bis heute nichts an ihrer Faszination verloren. Ja, auch mit über 60 spielt man noch ein bisschen am Wasser mit Boote, ja. Landesgartenschau Frankenberg. Bis 6. Oktober erlebnisreiche Tage, zahlreiche Themengärten, wechselnde Blumenhallen schauen, Spiel und Spaß, Live-Musik und Aktionen für Kids. Natürlich mittendrin. Sonnenbad Rußdorf, Ihr neues Freibad. Das ist so cool. Mit vielen neuen Attraktionen, wie eine riesige Wellenwasserrutsche, Freischwimmerbecken, ein 3- und 5-Meter Sprungturm, Strömungskanal, Kinderbecken mit Mini-Rutsche, Beachvolleyballfelder, Imbiss und. Der Riesenbadespaß für die ganze Familie. Sonnenbad Rußdorf. 124. Stadtparkfest in Limbach-Oberfrohna. Das Fest für die ganze Familie. Feiern Sie mit vom 12. bis 21. Juli. 10 Tage Rummel pur. 50 Schausteller laden zu Spiel, Spaß und Vergnügen ein. Verpassen Sie nicht das 10-tägige Bühnenprogramm. Start am Freitag, 12. Juli um 19 Uhr mit dem Freibieranstich. Erleben Sie Der Remembers, die Kultband aus L.O. Die Schmidt-Band, Schmidt singt Jürgens, die Udo-Show. Engel in Zivil, der Fantag der Gruppe. The Strings, Hits und Schlager vom Besten. Regina Toss, bekannt aus Funk und Fernsehen. Crazy Cats, Rock mit ehemaligen Musikern von Elektra und viele andere. Aufgepasst, am Mittwoch, 17. Juli, ein Fest für die Kinder. Ab 10 Uhr für alle Kindergärten, Clown Dimmi, Palini und Hund Peppi. Und bis 12 Uhr für alle Kindergärten, Kinderkarussell-Freifahrten. Am Freitag, den 19. Juli, großes Feuerwerk am Stadtparkteich. 124. Stadtparkfest in Limbach-Oberfrohna. Das Fest für die ganze Familie. Feiern Sie mit vom 12. bis 21. Juli. Sanitätshaus Desinfecta Wutzke. Der Partner für Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie der Pflege zu Hause. Spezialisiert haben wir uns auf die Versorgung der Patienten mit Inkontinenzhilfen. In dieser Branche arbeiten wir bundesweit und sind anerkannter Partner aller gesetzlicher und privater Krankenkassen. Wir beraten und betreuen unsere Patienten kompetent, auch in anderen Bereichen. Wir bieten eine große Auswahl an Reha-Mitteln. Besuchen Sie unsere Ausstellung. Zu unserem Sortiment gehören neben Kranken- und Pflegebetten, Toilettenstühlen und Behindertentechnik eine große Auswahl an Rollatoren und andere Gehhilfen. Wir führen viele medizinische Produkte ohne Eigenanteil. Das heißt, unsere Patienten zahlen nur die gesetzliche Zuzahlung. Schauen Sie sich in unserem Geschäft um oder bequem im Internet unter www.desinfecta.de. Auch hier können Sie bestellen. Wir liefern für den häuslichen Bereich und im Alten- und Pflegeheimbereich. Das Sanitätshaus Desinfecta Wutzke ist anerkannter Partner der Krankenkassen und nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Dadurch garantieren wir unseren Patienten einwandfreien Service und kompetente Beratung durch unser Fachpersonal. Sanitätshaus Desinfecta Wutzke, der zuverlässige Partner für Gesundheit seit 1994. Ja, liebe Zuschauer, nachdem Sie nun mehr über Spielschiffe erfahren haben, kommen wir zum nächsten Thema, und zwar Kinderfahrzeuge. Und wir erfahren von Eckhard Holler mehr zur Geschichte des Dreirades. Wir haben mal eine kleine Auswahl, weil wir haben nicht so viel Platz, eine kleine Auswahl der Dreiräder vom Anfang des Dreirades bis in die heutige Zeit. Haben wir versucht, mal hier darzustellen. Und wir fangen an beim ersten Dreirad, was bekannt ist. Das war so um 1840, 50. Das war eine Stahlkonstruktion und geschmiedet
hinten zwei kleine Räder, vorne ein großes Rad. Die Kinder konnten mit Pedalwerk das Vorderrad antreiben und mit dem Lenker wurde auch das Vorderrad gelenkt. Das war die normale Variante und dann gab es die Luxusvariante für Adlige. Die sehen wir hier, das ist das Pferde-Dreirad. Das ist auch ein Dreirad mit gleich großen Rädern und hat einen Körper, einen Holzkörper. Der Kopf ist aus Gusseisen und am Kopf oben ist eine Handkurbel und über Kette wird das Hinterrad angetrieben. Und diese Dreiräder wurden also nur in Schlossgängen betätigt. Also die langen Schlossgänge, da fuhren die Adligen hin und her und haben als Kind schon das Herrenreiten geübt. In den Jahren dann zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg war das Bubirad, das sehen wir hier, das gab es von verschiedenen Herstellern und das war, ich sag mal so will, Standard-Dreirad. Das wurde am meisten verkauft, ein ganz simples Fahrzeug mit Stahlrädern, mit Stahlfahrgestell, Holzsitz. Dann haben wir hier noch die Luxusvariante von dem Bubi-Dreirad. Das ist dieses hier hin mit diesem Bubensitz. Das ist von der Firma Näther und das ist wirklich Luxusvariante. Das hat einen gefederten Sitz, eine Sitzbank sogar. Und auch die Formensprache von dem Fahrzeug ist also nicht simpel, einfach billig gemacht, sondern sehr aufwendig. Blechprofile zusammengesetzt und hat auch eine bestimmte Formensprache. Später kam dann zu DDR-Zeiten das Lilliput, bestimmt für jeden bekannt. Und das war eines der besten Dreiräder überhaupt. Folgendes, ein Dreirad, normales Dreirad, hat vorne ein Rad, hinten zwei. Wenn das Kind vorne irgendwo dagegen fährt oder ein bisschen kippelt, kippt es um. Und beim Lilliput war das anders, hat auch drei Räder, ein Hinterrad und zwei Vorderräder. Und das Vorderrad wird gelenkt über ein Lenkrad, ein großes Lenkrad. Und es war luftbereift und hatte auch noch einen Hebel für die Handbremse. Und die Kinder saßen auf dem Dreirad wie auf dem Auto, das große Lenkrad, und hatten in der Mitte vorne den Hebel, wie ein Schalthebel, das war aber die Bremse. Und das vermittelte für die Kinder ein Gefühl des Autofahrens. Und da waren sie sehr stolz. Und das war zu DDR-Zeiten Kult und ist jetzt noch Kult. Wird jetzt wieder in China hergestellt, halten zwar nicht so lange wie das Original-Dreirad, und über Holland vertrieben, und man könnte es jetzt wieder kaufen. Ja, und bevor wir uns weiter umschauen hier im Depot Paul Ströer in Gelenau, sehen Sie erst die Wochensplitter. Rauch aus dem Schlauchturm, das konnte nichts Gutes bedeuten und prompt heulte auch schon die Sirene auf. Von oben Hilferufe. Die Feuerwehr war zügig da, es wurde sich ein Überblick verschafft und der Marschbefehl ausgegeben. So, der Angriff wurde unter PA zur Kleinleiter, Menschenrettung, Wasserdruck, Brandbekämpfung. Ein inneres Gebäude, hinterer Eingang, Angriff vor. Ein Trupp drang zur Brandbekämpfung ins Gebäude ein und war sofort umringt von dicken schwarzen Rauch. Ein anderer Trupp machte sich daran, Menschenleben zu retten. Die Schauübung war Teil des Tages der offenen Tür, zu dem die Ortsfeuerwehr Limbach am 29. Juni eingeladen hatte. Unser Anliegen ist eigentlich, unser Gerätehaus, die Technik, dem Publikum einfach zu zeigen
Und sagen wir, Mitgliederwerbung ist natürlich auch immer so die Hauptprämisse, was man so mit so einem Dach der offenen Tür sagen wir, bezwecken will. Mit der Vorführung in Sachen Brandbekämpfung und Menschenleben retten erhielten die Zuschauer einen kleinen Einblick, wie die Feuerwehr zusammen mit anderen Einsatzkräften bei derart Unglücksfällen agiert. Vom 1. Januar bis 28. Juni 2019 rückten Limbach-Oberfronas Ortswehren zu 162 Einsätzen aus. Die meisten waren zum aktuellen Zeitpunkt Türnotöffnungen, Ölspuren, aber schon viele Brände dieses Jahr gehabt. Noch mehr Einblick in die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr erhielten die Besucher von Sebastian Meyer beim Rundgang durch das Gerätehaus. Die Besucher durften Bereiche betreten, die sonst nur den Mitgliedern der Feuerwehr vorbehalten sind. Wir sind aktuell 45 Kameraden bei uns hier in Limbach in der Wache und Jugendfeuerwehr sind wir mit 15 Mann aufgestellt und Kinderfeuerwehr ebenfalls 15 Mann. Also wir sind eigentlich zurzeit gut aufgestellt, aber Nachwuchs ist immer gefragt. Deshalb kann, wer Interesse hat, Feuerwehrmann oder Frau zu werden, sich bei der Freiwilligen Feuerwehr melden. Also ich sag mal, wer jetzt schon über 16 ist, der kann immer donnerstags ab 19 Uhr zu unserem Dienst kommen für die Erwachsenenkameraden in der Einsatzabteilung. Und wer jetzt noch Jugendlicher ist, der kann sich an unseren Jugendwart wenden für die Jugendfeuerwehr. Die ist immer montags alle 14 Tage. Voraussetzungen, die mitgebracht werden sollten. Also ich sag mal, Teamgeist ist immer ratsam, ein bisschen technisches Verständnis und Spaß am ehrenamtlichen Arbeiten. Das betrifft nicht nur Einsätze, sondern auch andere Aktivitäten. Ich sag mal, was wir als Limbach machen, wir haben zwei Veranstaltungen im Jahr, das ist meistens Tag der offenen Tür und das Glühweinfest immer am 23.12., was jetzt dieses Jahr noch ansteht. Ansonsten unterstützen wir immer bei anderen Veranstaltungen in der Stadt, wie jetzt am Mittwoch waren wir im Waldstadion mit unterwegs und ja, wir sind halt überall mit dabei. Schon kurz nach dem Start des Tages der offenen Tür hatten sich zahlreiche Gäste eingefunden, die sich gemütlich machen oder auch verschiedene Angebote nutzen konnten. Gern genutzt wurde die Möglichkeit, mit der Drehleiter über die Dächer von Limbach zu schweben. Auch weil es oben angenehm frisch war. Die Freiwillige Feuerwehr Niederfrona veranstaltete am 29. und 30. Juni das diesjährige Feuerwehrfest. Wir haben nette Gäste wie jedes Jahr. Wir haben ein reichhaltiges Programm wie jedes Jahr und freuen uns über bestes Wetter. Bestes Wetter, das war Sommer pur, in dem man mit kühlen Getränken, Eis, verschiedenen Wasserspielen und viel guter Laune begegnete. Zum reichhaltigen Programm gehörte der traditionelle Feuerwehreinsatz. Diesmal war ein PKW unter die Räder eines Traktors gekommen. Vorgeführt wurde wie eine eingeklemmte Person in dem PKW technisch gerettet wird, patientengerecht, das heißt keine Crashrettung, schnell raus, sondern schonend, also auf Rückenverletzung achtend und so weiter, in der Ruhe, zusammen mit dem Rettungsdienst aus Limbach haben wir das vorgeführt, wie das im Einsatzfall gemacht wird.
Ein Einsatz bei brütender Hitze in Feuerwehr Montour. In der waren die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Niederfrohna in diesem Jahr schon etliche Male unterwegs. Oh, wir liegen eigentlich wieder in dem Schnitt wie letztes Jahr. Wir haben jetzt dieses Jahr 17 Einsätze auf dem Konto. Letztes Jahr waren es 34 im gesamten Jahr. Wir haben jetzt Jahreshälfte, also normaler Durchschnitt, etwas gehäuft durch Schneebruchereignisse im Januar und zuletzt die Sturmeinsätze nach diesem Unwetter, was hier drüber gezogen ist. Also nicht so günstig verteilt, aber normaler Durchschnitt. Auch wenn es Feuerwehr heißt, hauptsächlich sind die Wehren, nicht nur die aus Niederfrohna, bei technischen Hilfeleistungen im Einsatz. Bei denen geht es manchmal auch darum, Menschenleben zu retten. Die Feuerwehren sind meist die ersten Einsatzkräfte, die an Unfallorten eintreffen. Gut, wenn sie in Sachen Erste Hilfe bestens geschult sind. 5 Mitglieder der Niederfrohnaer Wehr haben im vergangenen Jahr ihre Kenntnisse bei einem Lehrgang vertieft. Beobachtet wurde der Einsatz von Gästen, die über das große Wasser nach Niederfrohna gekommen waren. Richtig, wir haben 6 Gäste aus den USA, aus einer kleinen Gemeinde in Missouri, die heißt Frohna. Und das sind vor 270 Jahren Auswanderer aus Niederfrohna, aus Altenburg, hinausgewandert. Das sind also Nachfahren in 8. Generation oder so. Die sind also auf einen Besuch unserer Kameraden vor 2 Jahren dort in Missouri zum Gegenbesuch hier bei uns eingetroffen und fühlen sich hier sehr wohl bei uns. Und das sollte natürlich eine Freundschaft werden, die noch einen langen Bestand hat. Kleine Besuche erhalten die Freundschaft. Ist schon der nächste Gegenbesuch geplant? Soweit ich weiß, ja. Ich war beim ersten Mal selbst nicht mit, denn das erfordert ja auch ein gewisses Budget. Das nächste Mal wäre ich natürlich gerne dabei und der Gegenbesuch ist natürlich wieder geplant. Aber wann der zeitlich sein wird, weiß ich nicht. Ich glaube nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Die weitgereisten Gäste feierten am letzten Juniwochenende kräftig mit beim Feuerwehrfest in Niederfrohna, zu dem es am Abend rockige Live-Musik gab und am nächsten Tag das Saxoniade-Dankeschön-Konzert des Jugendblasorchesters Soma aus der Ukraine, das zum Internationalen Festival für Jugendblasorchester in Niederfrohna untergebracht war und von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr bestens versorgt wurde. Kuchen machen also definitiv musikalisch, weil es sorgt für die Trommel am vorderen Ansatz. Kann man gut Bauchtrommel spielen. Das gehört gerade nicht zu dir. Die Musikshow der Nationen war wieder einer der Höhepunkte der alle 2 Jahre durchgeführten Saxoniade des Internationalen Festivals für Jugendblasorchester. Und wir wollen eigentlich immer wieder das Völkerverbindende machen, dass wir eben Orchester aus verschiedenen Ländern, vor allen Dingen auch aus osteuropäischen Ländern herholen, die also auch mal sehen, wie hier was abläuft. Und ich denke mal, das macht ihnen allen Spaß. Stattfand die Saxoniade vom 27. bis 30. Juni in Hohenstein-Ernsthal und sie erlebte schon die 15. Auflage. 15. Saxoniade, wie immer heiß, wie in den letzten vergangenen Jahren, haben wir immer mit der Hitze zu kämpfen. Es kommen immer wieder Orchester gerne nach Hohenstein-Ernsthal und freuen sich eigentlich hier gemeinsam Musik zu machen. Sie sind alle immer ganz sehr aufgeregt, um zu sehen, was passiert hier, mit wem kann man sich oder kann man kommunizieren, mit wem kann man irgendwas sich unterhalten. Also es ist immer eigentlich eine schöne Veranstaltung geworden. Begrüßt wurden die Musiker sowie das Publikum auch in diesem Jahr vom Oberbürgermeister Lars Kluge in den Landessprachen der teilnehmenden Orchester. Ist in Landessprache, denn bei den Temperaturen wollen wir das, glaube ich, nicht überreiten. Denn man muss bedenken, dass die jungen Musikanten, die hier hinter mir stehen, bereits seit Donnerstag hier sind, bereits seit gestern straffes Programm haben. Heute diese Show, die wir jetzt hier sehen werden, bereits 15 Uhr in Chemnitz gezeigt haben, Wertungsspiele hatten und auch im Anschluss noch ein bisschen was zu sehen ist. Bei der Musikshow der Nationen präsentierten die Musiker zusammen Titel, die weltweit bekannt sind.
Gespielt wurde auch Musik aus der Heimat der Orchester. Die Jugendblasorchester verschiedener Nationen kommen nicht nur nach Sachsen, um gemeinsam zu musizieren. Sie stehen im Wettstreit. Die Wertungsspiele fanden Freitag und Samstag statt, in verschiedenen Kategorien. Also Titelverteidigung ist das Jugendblasorchester Rutschen-Herzal, die ja den ersten Preis das letzte Mal vor 2 Jahren hatten. Und wir sehen, wie es jetzt ausgeht. Die Jury hat die endgültige Auswertung noch nicht gemacht. Morgen ist 11 Uhr das Preisträgerkonzert und dann schauen wir mal, wie das Preisträgerkonzert wird. Morgen werden dann die Ergebnisse verkündet. Die lokalen Matadoren schnitten wieder mit dem besten Ergebnis ab. 97 Punkte erhielt das Jugendblasorchester Hohenstein-Ernsthal von der Jury. Die Konkurrenz war sehr stark. Auch Harmonie Sternberg aus der Tschechischen Republik und das litauische Orchester Vilnius United erhielten das Prädikat mit ausgezeichnetem Erfolg, aber mit etwas weniger Punkten. Abends hieß es auch zur 15. Saxoniade Musik nonstop. Also heute spielt ja noch das Polizeiorchester und im Anschluss dann 3 Jugendblasorchester, die also die Zuschauer hier gerne unterhalten. Und ich hoffe, dass das auch ein schöner Abend wird. Das Wetter spielt ja mit, es ist jetzt auch nicht mehr ganz so heiß. Es ist jetzt angenehm hier im Innenhof und man kann, denke ich mal, ganz gut noch beim Bier, was Kleinem zu essen, auch hier verweilen und noch zuhören, wie die Orchester die Musik machen. Für musikalische Störungen. Ja, das ist ja kein Wunder, dass Sie hier einfach herkommen und die Sache stören. Wie gesagt, also, wo gibt es denn sowas? Sie haben keine Genehmigung. Wo ist hier der Herr? Sie haben auch keine Genehmigung, zufälligerweise. Weil das Publikum das Polizeiorchester weiterhören wollte, wurde kurzerhand vor Ort schriftlich eine Genehmigung erteilt. Vielen, vielen Dank. Mit der Genehmigung durfte Sachsens Polizeiorchester weiterspielen. Wenn die Sonne sinkt und das Lied der Liebe bin. Der Seidelbruch auf dem Rochlitzer Berg ist seit Jahren die Open-Air-Arena mit Wänden aus Stein. Diese haben schon viel an Kunst und Kultur gesehen, quasi jede Menge Performance zum Stein. Und die gab es auch in diesem Jahr. Am 21. Juni hatte der Mittelsächsische Kultursommer zu The Love and Peace Review 50 Jahre Woodstock geladen. Mehr als 1000 Besucher kamen, um die besten Songs der 60er und 70er Jahre live zu erleben. Zum Live-Erlebnis trug auch Bernd Bierbels bei. Der Lokalmatador bestritt das Vorprogramm und zog wie gewohnt sein Publikum mit. Seine raurig-warme Stimme ging ins Ohr und unter die Haut. Eine willkommene Einstimmung auf die Performance zum Stein in der 26. Saison des Miskus, die gut angelaufen ist. Also wir sind sehr zufrieden mit dem Start, gerade auch was das Wetter angeht. Gerade auch der Klangzauberer in Mittweida, ein super Eröffnungskonzert. Heute hier im Steinfurt zu Rochlitz mit der Performance zum Stein wieder ein Highlight. Und ich wünsche mir, dass es so weitergeht, dass der Wettergott weiterhin auf unserer Seite ist und wir noch viele schöne Veranstaltungen bei gutem Wetter den Gästen präsentieren können. Dann kam die Zeit für das Ensemble The Love and Peace Review. Der 50-jährige Geburtstag des Woodstock Festival stand hier im Mittelpunkt. Das Woodstock Festival fand im August 1969 zur Zeit des Vietnamkriegs auf einem Farmgelände im US-Bundesstaat New York statt. Bei dem legendären Open-Air-Musik-Festival Woodstock Music and Art Fair, 3 Days of Peace and Music, traten 32 Bands und Solokünstler aus den Musikbereichen Funk, Blues, Rock, Soul und Country auf. Ihre Musik zog hunderttausende Menschen an. Das Musikfest gilt als Höhepunkt der amerikanischen Hippie-Bewegung und verkörpert diese, selbst ein halbes Jahrhundert später. Eindrucksvoll ließ das 50-köpfige Ensemble die Geschichte und die Musik der Hippie-Ära wieder aufleben. Erzähler, Solisten, eine 7-köpfige Band samt Bläsersatz, Tänzern, Darstellern und Videoeinspielern
bot in der dreistündigen Show die besten Songs aus jener verrückten Zeit der 60er und 70er Jahre. Allen voran stehen die gefeierten Hits von Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Santana und Joe Cocker, aber auch vielen anderen mehr. Zu der Idee, Woodstock, The Love and Peace Review zu feiern, kam es so. Wir sind ja immer das ganze Jahr auf der Suche nach neuen Projekten und so stöbern wir auch im Internet oder bekommen auch Angebote von Agenturen, die uns sagen, wir hätten gute Produktionen, die vielleicht auch bei Ihnen mal im Mittelsächsischen Kultursommer präsentiert werden können. Und so haben wir einen Katalog bekommen und daran gelesen, 50 Jahre Woodstock, die Love and Peace Review. Und da waren wir von Anfang an begeistert und haben gesagt, das passt auf den Rochlitzer Berg und haben angefragt und der Termin passte und da haben wir gesagt, das müssen wir unbedingt nach Rochlitz holen. Mit dem Einbruch der Dunkelheit boten die Felsen die Projektionsfläche für die Illuminationen. The Love and Peace Review war mehr als nur das Herunterspielen der Woodstock-Lieder. Die Akteure zelebrierten Geschichte und brachten das damalige Lebensgefühl auf die Bühne. Das verbreitete sich im Publikum. Ob Schlaghose oder Wickelrock, Peace-Zeichen oder Stirnband. Zu diesem besonderen Konzert wurden die alten Schätze gern getragen. Die Nacht und die illuminierten Steine, dank der Licht- und Laserprojektionen, zauberten eine magische Atmosphäre in den alten Steinbruch. Vom 26. bis 30. Juni hieß es Parkfest mit Sport in Röhrsdorf. Das hieß, dass das Parkfest diesmal nicht im Gemeindepark, sondern am Sportplatz stattfand. Grund: das Jubiläum 100 Jahre Blau-Weiß-Röhrsdorf. Die Blau-Weißen gibt es als Fußballverein sowie als Turn- und Sportverein. Der Verein wurde 1919 gegründet, hier in Röhrsdorf. Die ersten Fußballspiele, die fanden hinter der Gaststätte Wildpark statt, was jetzt aktuell China-Restaurant ist. Und seitdem entwickelte sich natürlich der Fußball hier am Ort von Spielen, die quasi dann der erste Fußballplatz entstand auf dem jetzigen Reitplatz. Und von da an, das war 1928, und von da an ging es natürlich steil bergauf über die 70er Jahre, wo es schon 7 Jugendmannschaften gab. Und dann 1990 entstand dann der TSV aus der BSG Mechanisierung Röhrsdorf. Und im TSV war natürlich auch Abteilung Gymnastik, Abteilung Kegeln und die Fußballer. Die Fußballer, die waren 1998 sich dann ausgelöst aus dem TSV, haben einen eigenen Verein gegründet und sozusagen sind wir seit 1998 eigenständig. Aktuell haben wir 9 Jugendmannschaften von der A bis zu den Bambinis, alle Mannschaften besetzt, auch teilweise mit Spielgemeinschaften. Eine erste Männermannschaft haben wir, die im Spielbetrieb stattfindet, und natürlich einen alten Herrn und ein Hobbyteam. Viel zu feiern hatten an dem Festwochenende die Fußballer. Die größten Erfolge waren natürlich im Jahr 2005, 2006 der Aufstieg von unserer ersten Männermannschaft in die Bezirksklasse, wo wir da 2 Jahre gespielt haben. Und dieses Jahr zu unserem 100-Jährigen haben wir das erste Mal geschafft, und dass unsere A-Jugend in die Landesklasse aufgestiegen ist. Sozusagen spielen wir nächstes Jahr mit unserer A-Jugend Landesklasse. Nicht nur die A-Jugend war im Jubiläumsjahr erfolgreich, auch die anderen Nachwuchsmannschaften schlugen sich wacker im Spielbetrieb. Ja, heute sind natürlich auch Mannschaften ausgezeichnet wie bei unserer B-Jugend. B-Jugend ist dieses Jahr Vizemeister geworden und Vizepokalsieger, leider unglücklich im Finale 2-1 verloren. Dann hat unsere E-Jugendmannschaft ist Kreismeister geworden mit haushohem Abstand vor dem zweiten, und den Staffelsieg der F-Jugend von der Staffel 4 ist auch erreicht worden. Bei den Erfolgen der Junioren braucht sich die Männermannschaft keine Sorge um Nachwuchs in den eigenen Reihen zu machen. Aktuell Männer, die sind aktuell jetzt auf dem 8. Platz gelandet zum Schluss, wollten etwas weiter vorne rauskommen, aber ich denke mal, nächstes Jahr packen wir es vielleicht, dass wir weiter vorne spielen, und natürlich morgen mit dem riesen Highlight 15 Uhr spielen wir gegen den FSV Zwickau. Das Spiel endete 0-23 für die Gäste. Für den Samstagvormittag und Sonntagnachmittag hatten sich ebenfalls die Nachwuchsmannschaften Gäste eingeladen. Es gibt eine Menge Fußballvereine in der Region, auch größere als Blau-Weiß-Röhrsdorf. Ist das problematisch für die eigenen Nachwuchsreihen? Wir haben jetzt aktuell, dass wir hier am Rand von Chemnitz sind, ist es so, dass wir schon glücklicherweise dann auch einige gute Spieler dazu bekommen vom VfB Chemnitz aus Chemnitz und teilweise auch von Witschensdorf, von Kendler aus Limbach. Wir können aber absolut zufrieden sein, dass wir hier so einen guten Nachwuchs in Röhrsdorf haben. In die Zukunft geschaut, gibt es welche Pläne für den Verein? Die nächsten 100 Jahre sehen so aus, dass wir natürlich versuchen, auf diesen Erfolg, den wir jetzt haben, und auf dieser breiten Masse an Spielern auch im Jugendbereich weiter aufzubauen. Das ist auch schwierig, das zu halten. Und natürlich dann hier am Sport, an der Sportanlage versuchen wir in den nächsten Jahren einen kleinen Feldkunstrasenplatz
herzurichten mit der Verschiebung des Großfeldplatzes. Unsere Weiterverfolgung, dass das Volkshaus in Eigenregie weiter verwaltet wird und hoffen natürlich, dass uns die Stadt Chemnitz noch ein paar Fänge dazu gibt, um das Volkshaus bzw. die Turnhalle am Volkshaus zu sanieren. Präsentiert hat sich auch der TSV Blau-Weiß Röhrsdorf. Unter anderem die Badmintonabteilung, die am Samstagvormittag zum Zuschauen, aber auch zum Mitmachen einlud. An dem Wochenende gab es zahlreiche Auszeichnungen für die Fußballmannschaften und ebenfalls in den Reihen der TSV-Kickler. Rita Rudolf und Dieter Zech, beide über 60 Jahre im Verein tätig, wurden zu Ehrenmitgliedern benannt. Es gab nicht nur viel Sport, es wurde an dem Wochenende auch Parkfest-typisch gefeiert. Mit viel Unterhaltung vor, neben und auf der Bühne. Der Heimatverein, der jährliche Initiator des Parkfestes, hatte keine Mühen gescheut und zusammen mit anderen Röhrsdorfer Vereinen und Einrichtungen ein Bundesprogramm organisiert. Ich möchte mich natürlich riesig herzlich bedanken, dass wir so ein Fest dieses Jahr hier machen konnten. Auch danke an den Heimatverein, danke an die TSV. Vom 28. bis zum 30. Juni drehte sich im Flöhaer Auenstadion alles ums runde Leder. Zum Jubiläum 100 Jahre Fußball in Flöha hatte der TSV 1848 ein Festwochenende organisiert. Den Auftakt machte ein Blitzturnier der alten Herren. Dazu waren Fußballer aus der Region eingeladen. Während die Altherrenmannschaften im freundschaftlichen Wettkampf ihre Kräfte maßen, begrüßte der Abteilungsleiter Fußball im TSV, Olaf Junghähnel, zahlreiche Gratulanten aus Politik und Sport im Festzelt. Ebenso konnte eine Abordnung von Jugendfußballern aus Flöhas französischer Partnerstadt Mericourt willkommen geheißen werden. Dr. Lothar Bayer, erster Beigeordneter des Landkreises, überbrachte im Namen des Landrates Glückwünsche zum Jubiläum. Oberbürgermeister Volker Holuscher ergriff ebenfalls das Wort. Das Stadtoberhaupt lobte das ehrenamtliche Engagement der Fußballverantwortlichen. Außerdem gab er einen Einblick in die Historie des Flöhaer Fußballs mit all seinen Erfolgen, aber auch Tiefpunkten. Einen herben Schlag versetzte dem Verein das verheerende Hochwasser 2002 und im geringeren Ausmaß das Hochwasser 2013. Dank großzügiger staatlicher Wiederaufbaumittel, einer Millionenspende des Deutschen Fußballbundes und vieler Spenden entstand eine für eine Kleinstadt wie Flöha beachtliche und über die Landesgrenzen hinaus beliebte Sportanlage. Sie bespielen im Training und im Wettspielbetrieb eine der modernsten und schönsten Sportstätten des Landkreises Mittelsachsen. Der Rathauschef sicherte den Sportlern der Stadt auch in Zukunft seine Unterstützung zu. Und solange ich Verantwortung in dieser Stadt habe, wird die Unterstützung aller Sportvereine eine wesentliche soziokulturelle Aufgabe dieser Kommune bleiben. Zum Jubiläum 100 Jahre Fußball in Flöham gratulierte auch der Präsident des Sächsischen Fußballverbandes Hermann Winkler. Danke nochmal ganz herzlich für dieses ehrenamtliche Engagement, für dieses tolle Fest. Bedanke mich auch bei den Sponsoren und bedanke mich auch, lieber Beigeordneter, lieber Oberbürgermeister, für die Zusammenarbeit. Das ist nicht überall so. Als Präsent überreichte der sächsische Fußballchef eine Ehrenplakette sowie einen Scheck über 500 €.
Außerdem gab es bronzene Ehrennadeln für mehrere Vereinsmitglieder. Mit der silbernen Ehrennadel des Sächsischen Fußballverbandes wurde Schiedsrichter Thorsten Fröhlich ausgezeichnet. Auch der Kreisfußballverband und der TSV 1848 nutzten die Festveranstaltung, um verdiente Fußballer und Funktionäre auszuzeichnen. Denn ohne deren Einsatz und ehrenamtliches Engagement wäre der Fußball in Flöha nicht zur 100-jährigen Erfolgsgeschichte geworden. Die Obolumwitzer Schamainkapelle eröffnete am 28. Juni musikalisch das zweite Festwochenende in Gersdorf. 9 Tage lang feierte die kleine Gemeinde das 850-jährige Bestehen. Ein großes Fest, das die Organisatoren einige Nerven kostete. Bei wunderschönem Wetter mit einem vollen Festplatz, was wir bis gestern Vormittag nicht gedacht haben, dass wir den noch voll kriegen, nachdem uns die Schausteller alle abgesagt hatten. Ich danke allen, die das möglich gemacht haben, dass wir hier unsere Feier heute noch so durchführen können. Vor allen Dingen, dass die Kinder was haben. Vor 20 Minuten ist unser Kinderkarussell eingetroffen, was wir vor 3 Stunden akquiriert haben. Danke all denen, die das möglich gemacht haben. Nachdem die geplanten Schausteller abgesagt hatten, setzte man alles und jeden in Bewegung, um wenigstens ein klein wenig Rummelvergnügen auf dem Festplatz zu haben. Ganz viele haben sich sofort in die Spur gemacht, Arndt ganz vorne dran und hat gesagt, wir kriegen das trotzdem auf der Reihe. Wir haben, so gut es ging, den Platz wieder gefüllt. Wir haben sogar ein Kinderkarussell noch vor 3 Stunden organisieren können. Ganz, ganz groß dabei waren unsere Mädels, die Melanie Buchmann. Also 2 Tage telefoniert, das haben wir noch sehr erledigt. Das Rummelvergnügen, der E-Punkt des Programms, das auf die Besucher auch am zweiten Festwochenende wartete. Wir haben einen schönen Freitag noch, wir haben ein buntes Programm am Samstag und wir haben unseren großen Festumzug, unseren historischen, am Sonntag. Wozu wir natürlich alle aus der Umgebung einladen. 14 Uhr ist Start mit ungefähr 1,5 Kilometer Zuglänge. 1000 Leute machen mit bei dem Umzug und jeder ist eingeladen, nach Gersdorf zu kommen. Am Freitag wurden im Festzelt zahlreiche Ehrengäste begrüßt, darunter eine Delegation aus der Partnergemeinde Alt-Losheim. Die Partnerschaft gibt es seit 28 Jahren und als Zeichen der Verbundenheit haben wir uns was besonders überlegt. Liebe Gerstner, ich habe vorhin noch was vergessen zu sagen. Gestern Nachmittag ruft mich der Herr Uwe Krempels an aus Alt-Losheim und er hat mir erst eine WhatsApp geschickt. Da steht drin, lieber Erik, sollen wir dir ein Karussell mitbringen? Da habe ich gedacht, jetzt verarscht er uns noch in unserer Not. Aber das hat er gar nicht wirklich nicht gemacht. Ich habe ihn gleich zurückgerufen, weil ich gar nicht wusste, was ich schreiben sollte. Und habe ihn gefragt. Da sagt er, nee, wirklich, ich kenne jemanden, der hat so ein Karussell und vielleicht kriege ich den dazu, mit dir herzufahren. So. Und jetzt zu unserem Geschenk. Es ist eine schwere Bürde, die Bürgermeister tragen. Das werden Sie gleich merken, wenn er es überreicht bekommt. Es ist kein Grabstein. Es ist ein Freundschaftsstein. Wir haben unsere Partnerschaft verewigen lassen im Sandstein. Und zwar das Wappen der Gemeinde Gersdorf, das Wappen der Gemeinde Alt-Losheim und ein Freundschaftsband als Zeichen der Verbundenheit. Alles, alles Gute. Es passt nicht in die Vitrine. Man kann es an eine Wand hängen, die Dübel haben wir mit, oder in den Vorgarten vom Rathaus. Wie auch immer, das entscheidet ihr. Alles, alles Gute. Ich werde es im Gemeinderat abstimmen lassen, wo es hin soll. Und dann gucken wir mal. Auf jeden Fall eine ganz prädestinierte Stelle. Und das ist es wirklich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unserer Partnergemeinde. Ja, wir halten das zusammen, da kann doch nichts passieren. Günter Löffler und Ewald Hestermann hatten seinerzeit die Partnerschaft begründet. Günter Löffler kann leider nicht mehr da sein, aber den Ewald Hestermann haben wir noch. Und der wollte noch ein paar Worte sagen. Wobei ich heute noch sagen möchte, dass Günter Löffler der Motor war und was er hier im Ort alles bewegt hat und seine sportliche Tätigkeit. Genauso war er auch in Bezug auf unsere Partnerschaft aktiv und ihm haben wir auch sehr viel zu danken. Festhalten, wie viele Schläge braucht er? Wir schauen mal. 2. Sagt die Chefin. 1, 2. Ja, und ich hatte gedacht, jetzt bricht hier Ekstase aus im Festzelt. Zum 850. Jubiläum gab es ein Festbier, was am 28. Juni nach dem Fassanstich gekostet werden konnte. Neben Freibier fehlte es auch sonst nicht an Trank und Speis.
Zum Festzeltprogramm gehörte der Sportlerstammtisch. Mit dabei die WM- und Olympiaturner Sven Kwiatkowski und Andreas Breitschneider, der mehrfache Dreimal-Weltmeister Marco Thome, die Radsportlegende Wolfgang Lütsch und die mehrfache Schwimmsenioren-Weltmeisterin Gisela Kroner. Auch die, die sich nicht so sehr für Sport interessieren, kamen auf ihre Kosten. Sie konnten in die Geschichte von Gersdorf eintauchen oder auch in die von Blechspielzeug, das Jens Römisch ausstellte. Dann gab es noch einen kleinen Mittelaltermarkt und vieles anderes mehr. Interessante Gemeinde, Industriegemeinde gewesen in vielen Jahren. Wir hatten fast 10.000 Einwohner in der Zeit des Bergbaus und der Textilindustrie. Jetzt sind wir noch bei 4.000 Einwohnern als liebenswerte Wohngemeinde mit ganz tollen Leuten, die hier wohnen. Die nächsten 58 Jahre Gersdorf gebe ich in die Hände unserer Nachfolgengeneration und hoffe, dass die es genauso gut machen wie die letzten Jahre. Es war sicherlich nicht alles Gold, was geglänzt hat in 58 Jahren, aber die Leute haben Gersdorf überlebt, die haben immer für Gersdorf gekämpft und das wünsche ich mir für die Zukunft auch. Es rückt immer weiter in den Fokus der Öffentlichkeit, das ehemalige KZ Sachsenburg. Im April 1933 wurde das Schutzhaftlager zuerst im Schloss, später dann in einer ehemaligen Spinnerei eingerichtet und existierte bis Juli 1937. Es war das erste Schutzhaftlager in Sachsen. In dieser Zeit waren hier mehr als 7000 Menschen inhaftiert. 10 von insgesamt 20 Tafeln des Pfades der Erinnerung erzählen bereits mehr über die Geschichte des ehemaligen KZ Sachsenburg. Am 25. Juni wurden sie im Beisein von gut 3 Dutzend Gästen eingeweiht. Die Tafeln sind zweisprachig aufgebaut. Die Texte in Deutsch und Englisch sollen die einzelnen Orte, an denen sie stehen, erklären. Sie sollen die Gebäude, vor denen sie errichtet wurden, zum Sprechen bringen. Zeitzeugenberichte untersetzen die Erklärung, war im Verlauf des Rundganges zu hören. Tafel für Tafel, zwischen Lagertor, Appellplatz, Kommandantenvilla und Schießplatz erörterte die Mitautorin Anna Schüler die Außenraumdarstellung des KZ Sachsenburg. Der Pfad der Erinnerung soll bis Jahresende komplettiert werden. Das ist eine Ansicht von der Hohenstein-Ernsthaler Kamaistraße, die man so nun nicht mehr hat. Im Juni begann man mit dem Abriss der Häuser 50 und 52. An deren Stelle soll das neue Depot des Kamaihauses entstehen. Ja, der Abriss als solcher, wie er sich jetzt darstellt, wird nächste Woche abgeschlossen sein. Wahrscheinlich schon diese Woche. Kleine Details wie zum Beispiel der Türsturz über der 52, den werden wir natürlich bergen. Da wird Eingang in unser Lapidarium finden. Und sodass dann sicherlich etwa Anfang September mit der Grundsteinlegung für das neue Gebäude zu rechnen ist. Und der Neubau wird ja relativ zügig vollzogen werden. Und dann haben wir natürlich, sagen wir, oder werden wir die größten Bemühungen und Anstrengungen dann hineinlegen, das so zu gestalten, dass das wirklich hier ein ganz attraktiver, sagen wir, touristischer und musealer Punkt für unsere Stadt wird. Und ich davon ausgehe, dass wir damit auch dem Karmai-Erbe gerecht werden, weil wir doch hier deutsches Kulturgut in größerem Umfang für die zukünftigen Generationen sichern. Der Bau des neuen Depots wurde möglich, weil die Fördersumme nicht gering ist. Wir sind bei 2,3 Millionen, die investiert werden und davon muss unsere Stadt nur knapp oder fast nicht mal 10% zahlen. Das ist eine gigantische Summe, also wir können froh und stolz drauf sein, dass wir dieses Projekt hierher geholt haben. Rund 50% der ausbleibenden Fördermittelsumme wird vom
bunt getragen und die anderen 50% dieser Restsumme vom Freistaat Sachsen. Die zwei Häuser, die zugunsten des neuen Depots abgerissen wurden, waren keine herrenlosen Gebäude. Das sind Schenkungen, alle drei Häuser, inklusive der Karmeistraße 48, die noch zur Verhandlung aussteht, und die dazugehörigen Grundstücke. Die wurden der Interessengemeinschaft Karmeihaus von den Familien Busch und Münch geschenkt, mit der Auflage, sie im Sinne von Karmei und für das Karmei-Erbe zu nutzen. Die ersten Flurstücke und die ersten beiden Häuser, 50, 52, haben wir für einen symbolischen Euro an die Stadt Hohenstein-Ernstthal verkauft. Und wie gesagt, was das restliche Gebäude Barockhaus Karmeistraße 48 anbetrifft, sind wir da in Verhandlungen, die sicherlich alsbald abgeschlossen werden und bereits unterschriftsreif, sagen wir, in der Schublade liegen. Der Neubau des Depots ist nur ein weiterer Schritt, was die Entwicklung rund um das Geburtshaus von Hohenstein-Ernstthals berühmtesten Sohn anbelangt. Das muss ja alle Umfeld des Karmeihauses, es wird natürlich insgesamt weiterentwickelt. Wir sind auf einem guten Weg. Das Karmeihaus ist top saniert. Wir haben eine Literaturgiebel. Wir haben die Karmei-Begegnungsstätte, die sich mehr als museumspädagogisches Zentrum entwickelt wird. Wir haben das Lapidarium. Wenn das Depot noch dazu kommt, ist das ein wunderbares museales Areal. Langfristig vor haben wir hinten noch einen Karmei-Abenteuerspielplatz zu integrieren. Und wir führen auch Gespräche bezüglich der Integration des benachbarten Gebäudes, Barockgebäudes, Karmeistraße 48, womit dieses Karmei-Areal ja doch den Touch einer kleinen Museumsinsel in unserer kleinen Karmei-Geburtsstadt Hohenstein-Ernstthal hat. Der ESV Lok Döbeln lud am Wochenende zum Jubiläums-Spitzstein-Drachenboot-Cup. Dieser fand zum 20. Mal am Westewitzer Muldenufer statt. 26 Teams waren in diesem Jahr mit dabei. 7 starteten im Open und 19 im Mixed. Namen wie Pulsnitzer Sportfüchse, Schanzenbacher Hainos, Hofmanns Zwerge, Wacker Dragons, Schnelle Welle, Die Gerechten, Stahltrachen, Spritzenluder, Dampfbuttler, Golden Twenties trugen sie. Spaß und Kostüme gehörten zum Event genauso dazu wie die 12,5 Meter langen Boote, die Paddler und die Trommlerinnen. Auf der Hafenmeile gab es immer wieder Showeinlagen, einiges zu bestaunen und in den Finalläufen kein Pardon. Trotzdem, der Spaß dominierte von Anfang an. Begonnen hatte alles vor 2 Jahrzehnten mit 18 Teams. Bei allem sportlichen Ehrgeiz bleibt auch Zeit für den Spaß. Denn neben den schnellsten Booten wurden auch die schönste Trommlerin, die schönsten Kostüme, die besten Schlachtrufe und die beste Einmarschmusik geehrt. Gewonnen über 500 Meter Verfolgung haben im Open die Schanzenbacher Hainos und im Mixed die Schnelle Welle. In der Kategorie 200 Meter Gegenstrom gewannen im Open die Gerechten und im Mixed die Dampfpaddlers Golden Twenties. Der Spitzstein Drachenboot Cup ist eine der größten Freizeitsportveranstaltungen im Altkreis Döbeln. Sattkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Ein weiteres Thema der Sommerschau hier im Depot Pulströer in Gelenau sind Käthe-Kruse-Puppen. Und dazu kann uns Mario Franke noch einige Ausführungen machen.
Ja, zur diesjährigen Sommerschau zeigen wir hier in unseren Ausstellungsräumen 225 Puppen, alle von der Marke Käthe Kruse. Und wir haben uns beschränkt auf Puppen, die zwischen 1980 und 2012 gefertigt wurden. Wir haben noch weitaus mehr Puppen hier bei uns im Lager, aber Stück für Stück wollen wir das Ganze nach und nach dann alles sichten, inventarisieren und zeigen. Und wir haben mit den neuesten Puppen angefangen. Dabei reicht die Bandbreite von kleinen Puppenstubenpuppen bis hin zu den großen Modellen, die 52 cm hohen großen deutschen Kinder. Und gibt es bei den Puppen noch andere Besonderheiten außer des Produktionsjahr? Die Puppen aus dieser Zeit sind fast durchgängig mit Kunststoffköpfen ausgestattet und Echthaarperücken. Außerdem natürlich Käthe Kruse typisch ein Stoffkörper. Einige Puppen waren sogar noch eingebunden im Karton. Also es ist wirklich das erste Mal, dass sie aus ihrem Karton herausgekommen sind und die Sonne sehen. Weiterhin zeigen wir auch noch Puppen, die nur in einer sehr geringen Stückzahl gefertigt wurden. Unter anderem die Puppen Bärbel und Reni, die fürs Puppenparadies Bänken in Braunschweig produziert wurden. Diese wurden gerade mal in einer Limitierung von 25 Stück gefertigt. Vielen Dank, Mario. Und bei uns geht es jetzt erstmal weiter im Programm. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Nummer1.de. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Ihrer Sendung Sie fragen, Experten antworten. Ja, und ich beginne gleich mit der ersten Frage. Hier fragt Herr B. Ich habe für eine private Familienfeier einen Partyservice engagiert. Kann ich die Kosten steuerlich geltend machen? Ja, leider muss ich die Antwort wie immer beginnen mit, das kommt darauf an. Das werden Sie natürlich schon von mir kennen. Aber in dem Fall ist es wirklich so, dass man gucken muss, was macht der Partyservice überhaupt? Und man muss auch überlegen, wo kann ich das vielleicht einsortieren, in welche Einkunftsgruppe oder wo kann man das absetzen? Privat ist natürlich immer erstmal nicht steuerlich absetzbar an irgendeiner Stelle. Aber eventuell könnte man darüber nachdenken, über die haushaltsnahen Dienstleistungen. Das wäre so ein Gedanke, der mir da kommen würde, dass man sagt, man müsste halt gucken, inwieweit vielleicht der Partyservice nicht nur das Essen liefert, sondern auch diverse Vorbereitungen im Haus macht. Vielleicht das Essen auch im Haus zubereitet oder auch die ganze Eindeckung, Arbeit übernimmt und vielleicht sogar noch ein bisschen Bewirtung mit übernimmt. Also das heißt, den Gästen die Getränke reicht, einschenkt und ähnliches. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht als haushaltsnahe Dienstleistung den entsprechenden Lohnkostenanteil direkt von der Steuer absetzen kann. Aber weiter würde meine Fantasie an der Stelle leider nicht reichen. Ja, hier ist die nächste Frage, die kommt von Herrn K. Er fragt, mir wurde von einem Vertreter ein Versicherungskonto angeboten. Macht das für mich Sinn? Ein Versicherungskonto kennt man eigentlich üblicherweise nur von der Rentenversicherung her. Und da macht man dann so einen Kontenabgleich. Aber ich weiß auch, um welches Produkt es sich hier handelt. Dieses Versicherungskonto ist eigentlich nichts weiter als eine ganz normale Rentenversicherung. Sogar so klassischer Tarif, wird gemacht von der Gesellschaft, die ich jetzt nicht nennen möchte. Und die bietet Ihnen an, so eine Versicherung abzuschließen und die so transparent zu gestalten, dass Sie wie bei einem Konto permanent reinschauen können, um zu sehen, wie viel Geld ist eingezahlt, was passiert, wenn ich es kündige, wie viel Geld ist als Rückkaufswert da. Auch hier gibt es, wie bei den meisten Rentenversicherungen, so eine Anlaufkosten, die Sie natürlich dann sofort zur Buche schlagen. Und speziell in dem Fall wird hier aber eine Verzinsung angeboten von 3,3%. Und das ist für heutige Verhältnisse sehr viel, sodass Sie rechnen können, dass Sie dieses Konto etwa so nach 3 Jahren die Kosten wieder eingespielt zu haben. Das heißt, wenn Sie länger vorhaben, so einen Vertrag zu wählen, okay.
Interessant sicherlich auch nochmal der steuerliche Aspekt dabei, weil hier muss ich natürlich auch die 12 Jahre einhalten, ja, und frühestens zum 62. Lebensjahr kann ich das gesamte Kapital entnehmen. Aber die Versicherung bietet hier an, auch zu sagen, ich kann hier zwischen Rente und Kapital wählen und kann mir sowohl Teilrenten auch aus Kapital entnehmen. Also durchaus eine interessante Geschichte. Aber um Ihnen tatsächlich eine Empfehlung zu geben, müsste ich ein paar Sachen mehr wissen, um zu sagen, passt das hier zu dem, was Sie persönlich vorhaben. Ich hoffe, das reicht, und wenn nicht, einfach hier beim Sender anrufen, dann werden wir da ein bisschen detaillierter darauf antworten können. Die nächste Frage habe ich hier von einem Zuschauer, der hat seinen Namen gar nicht draufgeschrieben. Der hat geschrieben, ich habe mit meinem Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag geschlossen und soll die Arbeit am 1. Mai antreten. In meinem Arbeitsvertrag ist auch eine Probezeit von 6 Monaten vereinbart, und in dieser Zeit beträgt die Kündigungsfrist 14 Tage. Ich habe nun diesem Arbeitgeber mitgeteilt, dass ich die Arbeit nicht antreten werde, und er macht aus einer Bestimmung im Arbeitsvertrag eine Vertragsstrafe in Höhe von ...... von einem Bruttogehalt geltend. Ist das rechtens? Also grundsätzlich sind diese Vertragsstrafen zulässig. Das soll also es den Arbeitnehmern nicht so leicht machen, sich irgendwo einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben und dann von mir nichts, dir nichts, dann mitzuteilen, ich komme nicht. Das ist eine gewisse Sicherheit auch für die Arbeitgeber, dass dann Leute, die zusagen, eine Arbeit anzunehmen, dann auch kommen. Auf der anderen Seite ist es hier ein etwas abweichender Fall, denn die Höhe dieser Vertragsstrafe ist doch sehr davon abhängig, wie der einzelne Arbeitsvertrag gestaltet ist. Grundsätzlich muss man sagen, bei einem normalen Arbeitsvertrag, der eine normale Kündigungsfrist hat, also insbesondere die gesetzliche Kündigungsfrist hat, da ist ein Monats Bruttogehalt durchaus üblich und auch zulässig. Nur hier ist es so, dass der Arbeitnehmer eine Probezeit in seinem Vertrag steht, während der er mit 14-tägiger Kündigung gekündigt werden kann, als auch selber kündigen. Und da sagt eben die Rechtsprechung, wenn man dort ein Bruttomonatsgehalt als Vertragsstrafe vereinbart, obwohl er ja nach 14 Tagen den Arbeitsplatz wieder verlassen könnte, ne, er tritt an, kündigt sofort, nach 14 Tagen ist er wieder weg. Da ist eben nur zulässig eine Vertragsstrafe in Höhe dieser 14 Tage, also 14 1/30 eines Monatsgehalts. Wird es nicht eingehalten, dann ist diese Bestimmung nichtig. Damit ist aber auch jegliche Vertragsstrafe nichtig. Das heißt, diese Monatsfrist kann nicht uminterpretiert werden auf 14 1/30, sondern der Arbeitgeber kann dann gar nichts geltend machen. Na, da hat ja der Arbeitgeber in dem Fall sogar Glück gehabt, ne? Vertragsstrafe, du brauchst wahrscheinlich gar nichts bezahlen. Ja, jetzt sind wir wieder am Ende, was unsere Fragen angeht, aber noch nicht am Ende dieser Sendung, denn wir haben noch einen speziellen Gast, den ich gleich genauer vorstellen werde. Das Thema Altersvorsorge ist in aller Munde, und damit wollen wir uns natürlich auch in der heutigen Sendung beschäftigen. Dazu habe ich heute mir einen Experten eingeladen, den Herrn Peter Lissek, Geschäftsführer von der BVF GmbH. Herr Lissek, ist das wirklich so brisant? Es ist eigentlich noch viel brisanter, als man es so landläufig in den Medien hört. Und es gibt auch Forschungsinstitute, die haben im Hinblick auf die nächste Wahl festgestellt, das ist eigentlich das Brennpunktthema, mit dem man Wählerstimmen gewinnen wird. Und es ist ein Thema, was in aller Munde ist und existenziell für viele Menschen sehr, sehr bedeutsam und wichtig ist. Ist das so recht so? Ja. Es ist noch viel dramatischer, als man denkt, weil wir haben auf der einen Seite das Problem, dass immer mehr Menschen immer länger alt werden, zum einen. Und zum anderen haben wir natürlich die Situation, dass immer weniger Leute in das gesetzliche Rentenversicherungssystem einzahlen. Wie kann man sich das denn nun konkret vorstellen? Aktuell ist es so, dass 2 Erwerbstätige die Rente erwirtschaften, quasi für einen Rentner. In wenigen Jahren wird es so sein, dass allerdings ein Erwerbstätiger die Rente erwirtschaften muss für 2 Rentner. Das ist quasi der Generationsvertrag, der vor vielen, vielen Jahrzehnten entstanden ist, der aber inzwischen leider nicht mehr funktioniert. Und denken Sie, dass die Politik dafür eine Lösung hat? Also ich muss sagen, sowohl ich als auch viele, viele andere Experten sind sich an einer Stelle wirklich eindeutig sicher, dass dieses Prinzip nicht mehr funktioniert. Ja, und was ist jetzt zu tun?
Also man muss sich vorstellen, das ist gar nicht so einfach, dass die normale gesetzliche Altersversorgung und natürlich auch diese klassischen Altersversorgungsanlagen, die so landläufig im Angebot sind, eigentlich nicht mehr wirklich funktionieren. Das heißt also, dort entstehen überall Versorgungslücken. Warum? Weil in der Regel muss jeder mit dem Einkommen, was er jetzt hat, nicht nur mit der Hälfte, später mal 365 Tage Urlaub finanzieren. Er will natürlich auch nicht derjenige sein, der der geizige Opa oder die geizige Oma ist, sondern man will natürlich, wenn man schon lange, sagen wir 30, 40 Jahre gearbeitet hat, möchte man seine Enkel verwöhnen, man will nicht nur ein halbes Auto fahren, man will nicht nur eine mittelmäßige medizinische Versorgung, man möchte eigentlich, sagen wir den Lebensabend so genießen, wie man es verdient hat. Und wie soll das gehen? Also jeder sollte da eine ganz persönliche Balance finden zwischen Rendite, Flexibilität und Sicherheit. Das heißt also, man muss sich als erstes die Frage stellen, wie flexibel möchte ich an das Geld rankommen? Denn weiterhin, wie hoch soll meine Rendite sein und wie sicher soll das alles sein? Und dafür, kann ich sagen, haben wir extra einen sogenannten Anlegercheck entwickelt. Also gibt es gar nicht diese eine Anlage? Nein. Leider ist es nicht ganz so einfach, dass über 80 Millionen Menschen eine Anlage wählen, die genau das Richtige für sie ist. Wenn es so etwas gäbe, ich glaube, dann würden alle Schlange stehen. Wir arbeiten dort nach einer seit Jahrhunderten bewährten Anlagestrategie der sogenannten Drei-Speichen-Regel. Mhm. Ja, und wann ist der beste Zeitpunkt? Wann soll man damit anfangen? Ja, also viele Leute, die älter sind, sagen, ach, hätte ich doch damals in Immobilien investiert, in Fonds investiert, in Edelmetalle oder in die verschiedenen Dinge, in die man heute so investieren kann. Und häufig kommt die Erkenntnis sehr spät, sodass ich sage, es gibt eine Devise, die heißt jetzt. Jetzt ist der beste Zeitpunkt. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und ich glaube, darüber können wir bestimmt in einer weiteren Sendung nochmal sprechen, wenn es wieder heißt, Sie fragen, Experten antworten. Ja, liebe Zuschauer, wir sind im Prinzip mit unserem Rundgang hier im Depotpool Ströer so langsam zum Ende gekommen. Ich habe gerade den Michael Schuster noch mal getroffen. Michael, ich bin so überwältigt von den vielen, vielen Ausstellungsstücken hier. Könntest du das bitte für mich und die Zuschauer noch mal ein wenig zusammenfassen? Ich versuche es mal. Aufgrund der Fülle ist das natürlich sehr schwierig, aber wir würden uns freuen, wenn viele Eltern und Großeltern mit ihren Kindern und Enkelkindern die Sommerschau nutzen, um diese historischen Spielzeuge zu sehen. Wir haben die historischen Spielschiffe, die historischen Kinderfahrzeuge, historische Puppen. Also eine breite Palette, für jeden etwas dabei. Und vom 1. Juli bis 31. August kann man all das bestaunen und zu uns nach Gelenau ins Erzgebirge kommen. Wunderbar. Und wir, liebe Zuschauer, verabschieden uns jetzt langsam von Ihnen mit ein paar Impressionen von der Eröffnung der Sommerschau.